Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute möchte ich mal zeigen, wie ich mir einen leckeren Chicken Steak Burger mache. Das ist eine ganz feine Sache, unheimlich sättigend und auch wirklich ziemlich groß. Ich habe mir dafür heute hier zwei Hähnchensteaks besorgt. Das sind im Grunde genommen entbeinte Keulen. Das eignet sich wirklich hervorragend dafür. Das ist ein ganz leckeres Fleisch. Dann nehme ich als Brötchen heute hier zwei solch Fladenbrote. Dann kommt noch etwas Knoblauchsoße dazu und dann süß-saure Soße, wie man sie vom Asialaden kennt. Dann brauche ich noch einige Salatblätter, ein bisschen Tomate, ein bisschen Zwiebel, Gemüsezwiebel oder eine süße Zwiebel. Dann etwas Öl und dann etwa 2 bis 3 Esslöffel von meinem selbstgemachten Magic Dust. Die Steaks kommen dann erstmal einfach hier so in eine Schüssel. Ja, man sieht das jetzt hier auch. Das sind also wirklich Keulen, die einfach nur entbeint wurden. Dann gebe ich hier schon mal gleich einen Löffel von meinem selbstgemachten Magic Dust mit bei. Dann kommt das nächste Teilchen damit zu. Auch gleich noch mal ein bisschen was drüber. Dann noch mal alles schön durchmischen, dass auch überall was dran ist. Und dann gebe ich jetzt noch ein bisschen vom Öl dazu. Ja, so die Menge so von 2-3 Esslöffeln ungefähr. Und dann lasse ich das Ganze jetzt so 2 bis 4 Stunden stehen. Können auch 6 sein. Das geht auch mal. Und dann alles noch mal gut durchmischen, dass überall auch Öl dran ist. Und dann kann das Ganze erstmal in den Kühlschrank. Als erstes habe ich mir wieder den Grill angemacht, die Lüftung auf volle Pulle gestellt. Die Holzkohle ist schon drin. Man hört es auch ordentlich, wie es da drin brodelt. Ja, ich lasse ihn jetzt schön heiß werden und dann kommen die Steaks da drauf. Ja, es sind jetzt ungefähr 6-7 Minuten vergangen. Vielleicht auch schon 8, ich weiß es nicht genau. Jetzt ist das Feuer schön heiß, richtig durchgeglüht. Und nun packe ich hier meine Hähnchensteaks drauf. Das ist für mich ja auch eine Premiere. Ich bin also auch schon ziemlich gespannt, wie das werden wird. Ich lege das immer erstmal mit der inneren Seite aufs Feuer und lasse es dann jetzt so 4 Minuten, 5 Minuten so erstmal ziehen. Ich habe jetzt schon mal noch die Fladenbrote mit draufgelegt. So, jetzt nach 5 Minuten drehe ich das Ganze einmal und sehe, wie das aussieht. Ja, kriegt so ein bisschen Farbe, so soll das sein. Und solange dann das Steak auf dem Grill ist, werde ich mir hier schon mal die Zutaten noch vorbereiten. Den Salat, den schneide ich hier nur so ganz grob. Und noch ein paar Zwiebelchen dazu. Die Brötchen habe ich schon mal runtergenommen. Jetzt drehe ich hier nochmal den Steak. Und lasse jetzt nochmal so 3-4 Minuten so auf dem Feuer. Die Steaks sind jetzt so gut wie fertig. Jetzt kann ich also schon mal beginnen, die Brötchen vorzubereiten. Da kommt unten eine schöne Ladung von dieser leckeren Knoblauchsoße drauf. Dann kommt ein bisschen Salat drauf. Ich nehme hier mal diesen Römersalat. Ich finde den sehr lecker. Ein bisschen Tomate, ein bisschen Zwiebel. So, und dann kann auch das Steak hier oben auf. So, da kommt jetzt noch ein bisschen was von der süß-sauren Soße. Das ist so eine ganz typische, wie man sie im Asia-Shop bekommt. Das passt hier sehr gut dazu. So, kommt noch der Deckel drauf und dann kann serviert werden. Ja, so bringe ich das an den Tisch. Das ist wieder sehr, sehr lecker. Das riecht wunderbar. Und wünsche ich viel Spaß beim eventuellen Nachgrillen. Einen guten Appetit und bis bald. Tschüss!